Okay, ich bin kein Imposter. Zumindest weiß ich jetzt schon mal, welche Task ich, glaube ich, machen muss. Zumindest hoffe ich das. Mal sehen. Hier, Kalle. Kalle und Dalukard. Oh, wow. Aha, aha. Alter, hab ich gerade schon gekriegt. Rayleigh Fintamir, da kam ja, dann das. Ja, ich dachte auch gerade, dass du mich gekillt hast. Alter, hab ich Angst gehabt. Hör bei mir auf, weil Dalukard an mir reinkam, ey. Jetzt. Wait, Dalu, ich hab dich doch gerade rechts unten gesehen. Wo ja, ist die Leiche? Die Leiche ist hinter mir abgemurkst worden. Also, ja, aber. Also, ich möchte ganz kurz sagen, Nils ist den Weg gelaufen, den ich danach gelaufen bin. Plötzlich kommt mir Dalukard entgegen und dahinter liegt eine Leiche. Nein! Genau, ich hab sie auch reported. Nein! Ja, aber du hast ja, und? Hesitated. Also, du hast Leute! Gekommen, bist und zurück. Zurück und hast ja, dann reported. Also, das bringt mir jetzt in der Runde theoretisch auch nichts. Also, selbst wenn ich rausschmeißt, könnt ihr euch das gerne später ansehen. Es wurde halt hinter mir gekillt. Also, ich glaube, ich wurde gewartet, bis ich rausgehe. Und wer war da drin? In dem Raum, die Leiche denn? Unten links Communications. Aber in dem Raum rechts. Waren mehr Leute drin. Nee! Und rechts. Okay. Nee, also Dalu ist auf jeden Fall aus dem Admin rausgekommen. Da war Ray dann rein. Ich stehe gerade auch bei der Leiche. Auf der Leiche stehen super viele Leute. Also Dadosh ist mit mir von rechts unten runtergekommen. Aber Dadosh, genau. Wir waren noch nicht alleine. Von rechts unten ist noch jemand anders runtergekommen. Ja, oder? Da war noch Max. Ja, ich stehe gerade, glaube ich. Oder? Also ich bin zuerst dann lang gelaufen. Nils war vor mir. Und plötzlich ist Nils tot und Dalu kommt mir entgegen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich finde das aber schon ein bisschen verdächtig. Also, dass ich verdächtig bin, verstehe ich voll und ganz. Aber ich hätte keinen Kill gemacht, ohne nicht Strom aus oder irgendeine andere Sabotage zu machen. Nee, ich glaube auch nicht, dass Dalu das war. Nur will ich wissen, wer noch da war. Also, es kann nicht sein, dass du da keine mehr... Also, wer war da noch? Im Raum waren drei Leute ja, drin, welche? Als wir das gemacht haben. Ich weiß, dass wer denn? Ich weiß, dass Nils da drin war. Ich weiß, dass... Oh. Rot? Was? Kalle, wo warst du? Könnte Sven vielleicht drin gewesen sein? Weil Sven kam einmal von... Ich war Navigationspunkt hoch. Also, ich bin unten oder nicht. Orange. Ja, okay. Hm. Nee, ich bin unten nicht. Keine Chance. Nee. Sven war am Anfang okay. Oben rechts. Hallo. Ja, okay. Ja, ja. Dann war es Kalle mit da drin. Okay, Moment. Also Kalle, Nils, Kalle, wo warst Dalu. Du denn, Kalle? Ich war auch mit im Raum. Ach, ja, aber wer war dann noch? Einer. Noch eine weitere Person. Ich weiß, ich kann die Farbe leider gerade jetzt nicht... Come on, Alter! Okay. Nein! Okay. Oh, das war doch so obvious! Oh, Mann, ey! Das war so obvious! Also, ich bin mir nicht sicher, ob Dalu denn auch Imposter ist an der Stelle. Da müssen wir aber mal ganz kurz Forschung anstellen hier. Ah, die Schweine, Alter, die gehören zusammen, ey! Oh, was für ein Wichser! Alarm! Oh, mein Ray! Jo. Also, als das Licht ausgegangen ist, sind Maxi und meine Wenigkeit, glaube ich, gerade beim Licht fixen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ich habe mich einfach fixen lassen dann, weil ich gesehen habe, dass du schon umliegst. Und die Leiche liegt Elektro rechts daneben. Kalle, wo bist du gerade? Ich bin gerade im Cockpit, quasi, ganz vorne. Jay stand neben mir, der kann das wahrscheinlich bezeugen. Okay. Entschuldigung, was nochmal? Was? Wir haben uns gerade gesehen beim Cockpit. Ah, okay, du bist. Ich glaube, Dadosh hat genau rechtzeitig reportet, sonst wäre ich die zweite Leiche gewesen. Das geht aber nicht, weil ich bei Mike oben lang durch Cafeteria an Medbay vorbeigelaufen bin. Ja, ich weiß. Ich habe euch ja in den Camps gesehen. Ja, ich stehe da, weil ich die Karte mache. Also, Moment, Mike war an mir vorbeigelaufen, ne? Sven ist dann an mir vorbeigelaufen. Also, Sven kann den Kill dann nicht gemacht haben. Also, den habe ich kurz bevor. Kann er. Denn? Und zwar, du bist doch Cafeteria an mir vorbeigelaufen. Ja, Cafeteria oben links habe ich die Kabel. Aber warum hast du denn das Licht nicht wieder angemacht? Du bist von unten mir entgegengekommen. Du bist von unten gekommen. Ich war oben. Ich will Electricity, das könnte auch ein Venkill dann rüber zu Camps oder Medbay gewesen sein. Kann auch. Ich war da gar nicht drin. War es nicht. Ich war es nicht. Aha. Hallo. Oh, da ist Peter Dead. Ich hab ihn gesehen. Alarm! Ich hab ihn gesehen. Aha. Ja. Oh, Jay ist tot. Herr von und zu Dalukard. Ja, Bitte reden Sie sich jetzt raus. Wo raus? Aus dem Mord, den ich auf den Kameras gesehen habe. An wen? Das habe ich nicht gesehen, war aber irgendwo rechts. Na, Jay ist tot. Dann ist es Jay gewesen. Ja, Moment, aber ich bin direkt und wo? Ganz rechts? Ach, ich nicht weiß sein. Nicht, welche Kamera, Alter. Ich stehe nicht so auf den Kameras. Aber kann ja gar nicht sein. Nein, ich hab's. Ich drück den. Ich hab dich an den Kameras gesehen. Ganz Leute, kurz, darauf möchte ich einmal eingehen. Und zwar, unten als der Mord passiert ist, Dalu verpasst eigentlich nie etwas. Und er hat angeblich nicht mehr gewusst, wer in dem Raum ist.
Kalle zu saven, wenn Kalle der Zweite ist. Ja. Das habe ich am Anfang schon gedacht. Das heißt, Dalo und Kalle könnten es im Team dann sein. Nice. Wenn es Dalo 100%ig war. Yes. Also, wenn ihr mich wolltet, okay, aber ihr müsst danach trotzdem nochmal Emergency machen und noch wen schmeißen. Ich sag euch auch, warum ich mir am Anfang nicht gemerkt habe, wer da los war. Wenn 4 oder 3 Leute im Raum stehen, mache ich mir erstmal nicht die größten Gedanken, vor allem, wenn keine Sabotage an ist. Also, ich bezweifle, dass ich mit 2 Impostern in dem Raum stehe. Wo sind überall die Cams? Wo sind überall die Cams? Die Cams sind oben links Medbay, die sind vorne am Cockpit und am Admin-Raum. Ich glaube, Navigation war Jill. Und wir waren zu dritt. Ist nicht alle bei Elektro? Ich muss sagen, dass ich sehr interessant finde, Zero ist sich halt die ganze Zeit händeringend am Verteidigen. So, das ist das eine. Also einfach so als Bestandsaufnahme. Und es waren gerade super viele Leute im Electrical Room. Also wir waren, glaube ich, 4, 5 Leute oder so. Deswegen, ich habe nicht gesehen Jay, Dalukat und Zero. Allerdings. Ich bin in den Kameras. Wie lange ist denn der Mord her? Weil ich bin das, noch gut. Das war also Dalu Sekunde. Ich wurde übelst verdächtig. Das war der erste Mal. Ich habe Dalu in Storage, glaube ich, gerade gesehen. Ja, aber wir sind noch super lang. Wir sind sogar nach rechts gelaufen. Dalu, okay, ja, ich habe dich gesehen. Er hat also für mich ist gar nicht. Ich sag ja, ich glaube Sven. Oh, ihr Schweine. Ne. Warum hat keiner gehört? Dadurch hat es schon gut erkannt gerade, dass die beide im Team sind. Aber das, Kalle. Alarm! Gut, also wir schmeißen jetzt Sven raus. Warum? Hat jemand Sven in den Kameras gesehen? Ich war bei Sven hat in der letzten Runde jemand Sven an den... Hat jemand die Kameras leuchten sehen? Ja. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nee. Also wir müssen Sven rausschmeißen, weil Dalo und Sven waren nicht in meinem Team. Das ist safe. Und einer von den beiden ist Imposter, weil Sven hat gesehen, Sven hat angeblich Dalo ihm morden sehen. Dalo verteidigt sich, das heißt, wir wissen es nicht 100%. Ich verstehe deinen Gedankengang, aber der ist Quatsch. Aber auch ist es nicht. Wir müssen das machen, weil... Ja, I know, wenn es jetzt aber ich bin's nicht. Ich hab ihn... Ja gut, dann ist es aber Kollateralschaden. Also es gibt keine andere Möglichkeit, weil wenn er das nicht gewesen ist, dann musst du es sein. Ich sehe, Dalu, ich hasse dich so sehr auf allen Ebenen, die ich dich hassen kann jetzt. Ne? Aber so, also wir können sonst nur verlieren. Also klar, ich finde, Dadosh ist ein bisschen in Panik. Und vielleicht nochmal ganz kurz, das Emergency Meeting, weil Dadosh jetzt einen Clan. Ich meine, Dadosh ist natürlich sehr, sehr aggressiv hier heute. Wir merken das an vielen Ecken. Ich habe gerade Dadu verteidigt. Ich habe ihn nicht Kalle verteidigt. Ich habe ihn sogar gerade gewotet. Ja, du hattest keine andere Wahl. Dann die nicht am Anfang. Maxi und Peter haben auf jeden Fall gerade gesehen, dass ich den Oxygen-Shit weggemacht habe. Ja, das ist korrekt. Und Zero ist meiner Meinung nach auch super verdächtig schon das ganze Spiel über. Wir haben es tatsächlich auch die ganze Zeit immer wieder auch in Erwägung gezogen. Könnte Kalle danach nicht mehr sagen, Sven hat das andere gefixt, ne? Ja, Sven hat das andere gefixt. Die standen beide in einem Raum, Mann. Gut, das mit dem Fixen ist jetzt nicht so. Also mir ist es jetzt nur wichtig. Wenn es wirklich so sein sollte und Dalo es nicht war, dann muss es Sven sein. Das ist ja klar. Das ist Fakt. Bedeutet also, 2 Imposter könnten jetzt noch leben mit einem Double Kill, wäre das Spiel vorbei und die Crewmates würden verlieren. Das heißt, wenn wir jetzt Sven rausschmeißen. Doch, so ist es. Wenn wir Sven rausschmeißen und er war Crewmate, dann ist das zwar schade, aber nicht schlimm. Weil ich würde Sven nach wie vor verteidigen. Ich glaube nicht, dass das war beim einem Mord. Wir müssen ihn rausschmeißen, ansonsten macht das keinen Sinn. Oh Gott. Du bist sehr panisch, Dadosh. Nein, aber ich verstehe die Logik von Dadosh, aber ich vote Dadosh. Oh boy. Was? Es geht keiner raus. Nehmt Kalle! Oh, was machen sie? Oh, Zero ist dead. Zero ist dead. Oh. Oh, come on, das war so obvious, Mann! Oh. Ey, Leute, ich glaube, es war Sven nicht. Nee, der lag Electrical. Ich möchte nur kurz sagen, ich habe die ganze Zeit gesagt, Sven ist es nicht. Ja, ich habe auch nie behauptet, dass es 100%ig ist, sondern dass es halt nur Sinn macht, ihn zu voten. Oh, bitte. Maxi, das hast du gesehen. Wer war mit jemandem Electric? Dadosh, bitte. Also ich war ganz allein. Come on, du warst da. Von hier Generator wollte ich gerade sagen, hier Motoren auffüllen. Mhm. Und bin dann runter zu Electrical und dachte mir schon, ich guck mal wieder rein, weil da so viele unten lang gelaufen sind. Genau, ich war am Ende, Sven hätte mich töten können, deswegen hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass er es auf jeden Fall ist, weil er hätte mich töten können. Wo warst du denn am Ende, Dadosh? Am Ende habe ich den Upload gemacht in Admin jetzt gerade. Die letzten beiden, die ich von den Generatoren zu Electric gehen habe, waren Mike und Kalle. Ja, Kalle muss es dann ja sein, weil der auch der Einzige ist, der Mike Dado verteilt. Mike rennt mir gerade strange hinterher, möchte ich sagen. Genau, Mike, ich fand mit mir ganz sonderbar hinterher. Ja gut, also Peter, damit rettest du ihn schon fast. Wie lange rennt ich bin hinterher? Tatsächlich von Reactor bin ich hochgelaufen. Es muss eben gerade passiert sein. Ich habe Sven noch gesehen, der stand neben mir. Ja. Und ich bin dann zum Upload gegangen. Komm on, Dadosh! Also Dadosh, sorry. Also ich bin nach Reactor bin ich hochgelaufen. Und wenn du jetzt ihn gerade gesehen hast. Was hast du dann gemacht, Kalle? Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Was hast du gemacht? Ich bin nach Reactor gerade hochgelaufen. Ja, aber was hast du oben gemacht?
Ich bin unter, über diesen, also das, ich weiß nicht, wie der Laden heißt, ganz oben links, da ist ja über noch so ein Task. Da bin ich hingelaufen. Und bevor ich den anfangen konnte, war schon wieder Meeting. Also, Maxi, du weißt doch, wie Dalo spielt. Und Dalo hätte die Leute im Raum gesehen. Er hat Kalle verteidigt, indem er ihn angeblich nicht gesehen hat. Genau, genau. Da lang gelaufen, wo Kalle angeblich war, und da ist er nicht. Nee, das war ein Vent-Kill dann. Er ist noch umgegangen, kann man das wieder rein, Vent. Ja, Dalo. Also, du bist. Also das Problem ist ja immer, wenn ich was sage, dann heißt es ja, Kalle, du bist selber verdächtig. Aber das Problem ist halt bei Dadosch einfach gerade so, er haut hier alle raus, er hat eben noch Hero getötet. Ich habe Dalu gevotet und ich war der, der es auch angebracht hat. Ja, aber du und Zero, ihr habt euch gerade die ganze Zeit getötet. Oh, jetzt schmeißt Kalle raus, Mann! Schmeißt mich danach raus, er ist Kalle und dann mich. Jawohl! Ich bin durch mit den Aufgaben, deswegen bin ich bei dir. Jawohl. Ja, du machst mir Angst. Ah, Dano, es tut mir so leid, du hast alles gegeben. Scheiße. Nice. Oh, Dano hat mich so gerettet am Anfang, weil ich einfach so ein Trigger-Happy war. Es tut mir so leid. Ey, Kalle, du bist so ein Arsch, ne? Und dann stehen da nur drei Leute drin. Dano hat nur gesagt, um mich zu saven und hat mir mega viel Zeit verschafft, um mir eine Story aufzuzeigen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Stark. Richtig stark von Dalu tatsächlich. Oh, ey, Dadosch, Mann, drück das mal härter durch. Du hast in der ersten Runde schon beide Imposter gehabt, ey. Die Runde war so schwer für mich, weil ich einfach, also hätte ich Nils am Anfang nicht weggemacht, wäre es easy gewesen oder einfacher zumindest, aber ich wollte ihn unbedingt töten. Ich war so Bock auf ihn. Du Schweine, ey. Persönlich ist und Dano musste mich dann aus dem Dreck ziehen, ey. Ja, vor allen Dingen sind so gewundert, ey. Drei Leute kommen mir entgegen, ja, alle genau. Hinter mir, bringt einen um. Oh, Scheiße, was mach ich denn? War so leid. Du wolltest auch erst abhauen, ich hab das gesehen, du hast einen Step nach rechts gemacht und dann wieder zurück. Nee, da war gerade der Kill. Also, da war noch am Leben. Ach so. Genau da, er ist in meinem Rücken. Oh Mann, die Bitter.